Ja, heute stellen wir das Institut für Sportgeschichte vor und dafür sind wir hier im IG2 im Wilde-Hollmann-Forum. Anfang des Jahres wurde dort nämlich eine Dauerausstellung eröffnet und maßgeblich daran beteiligt war Dr. Ansgar Molzberger vom Institut für Sportgeschichte. Und genau den treffe ich jetzt und frage ihn mal, was das Institut denn für Schwerpunkte hat und was genau diese Ausstellung damit zu tun hat. Zunächst mal sind wir als Institut für Sportgeschichte eines der Urinstitute unserer Hochschule 1965 gegründet. Und neben der Fachdisziplin Sportgeschichte, die wir in Forschung und Lehre vertreten, haben wir natürlich noch diverse andere Spielfelder in Anführungszeichen. Unter der Leitung von Professor Wasson haben wir ja noch ein Transferzentrum, das Zentrum für Olympische Studien. Und in diesem verankert ist eben nicht nur das Feld Olympische Studien als Forschungs- und auch Praxisfeld, sondern auch das Archivwesen. Das sogenannte Karl- und Lieselott-Diem-Archiv. Darum kümmern wir uns und zu diesem gehört unter anderem als Aufgabe, auch Hochschulgeschichte zu sichern, zu archivieren und eben auch ausstellbar zu machen. Und da sind wir dann hier im Forum. Also das Forum hier ist schon längere Zeit seit den 90er Jahren bekannt als Wilde-Hollmann-Forum, benannt nach unserem berühmten Sportmediziner. Und auf Initiative der Hochschulleitung kam dann die Idee auf, dieses Forum auch zu gestalten in einen Themenraum, in einen Dauerausstellungsraum Wilde-Hollmann. Wenn man reinkommt zur linken Seite, also jetzt in meinem Rücken, haben wir die Fläche bewusst freigelassen, dass man unseren Senatssaal nutzen kann und wenn danach beispielsweise ein Sektempfang ist, kann der dort auch nach wie vor stattfinden. Ansonsten haben wir versucht, den Raum außenrum zu bespielen, die Wände zu gestalten, großformatige Fotos, Infotafeln zu Wilde-Hollmanns Leben und Wirken. Und wo ich jetzt hier gerade stehe, wir haben verschiedene Vitrineninseln geschaffen, wo wir so etwas wie Institutsarbeit, also Forschungsarbeit, Reisetätigkeit, Vortragstätigkeit und Publikationstätigkeit darstellen und ausstellen. Wir sind zu ihm nach Hause gefahren, haben ihn gefilmt und er hat zu mehreren Objekten, die hier ausgestellt sind oder auch zu Fotos, die wir zeigen, die Geschichte dazu erzählt. Und diese Geschichte, die kann man über sein Smartphone, über einen QR-Code abrufen, sodass Professor Hollmann persönlich durch die Ausstellung führt.